Herzlich willkommen zur nächsten Folge in NHL 16. Heute wieder mit unseren New York Rangers. Ein Heimspiel im Madison Square Garden am Broadway. Mike Emmerich und Eddie Olczyk sind auch nach New York gekommen und auch der King of New York, unser Hank, ist zurück im Tor. Heute wieder unser Goalie, nachdem Antti Raanta drei Chancen bekommen hat, eine davon sogar direkt mit Shutout genutzt hat. Nichtsdestotrotz wollen wir Antti Raanta nicht bestrafen, sondern einfach unseren Standard-Goalie wieder aufs Eis lassen. Dan Girardi, hier werden 0 Punkte angezeigt, das stimmt nicht. Das ist einfach ein Fehler vom Spiel gerade. Henrik Lundqvist hat natürlich auch gespielt, aber ich freue mich, es wieder sagen zu können. Number 30, Henrik Lundqvist ist zurück. Rutscht wieder im Madison Square Garden über das heimische Eis. Unser Gegenüber, Cam Ward, auch nur Nullen zu sehen, hat aber an dieser Stelle nichts zu bedeuten. Denn, wie gesagt, das ist einfach ein Fehler vom Spiel. Das kann man so sagen. Und los geht's. Die ersten Reihen. Eric Staal, Skinner, Lindholm gegen Zuccarello, Stepan und Rick Nash. Hier wieder offensiv, wie in jedem Spiel, wenn wir das Bully verloren haben. Rick Nash direkt hinterher. Was auch teilweise ziemlich gut klappt. Trotzdem, die Woche haben wir, wie gesagt, mit einem Sieg und einer Niederlage angefangen und wollen es am liebsten auch mit einem Sieg wieder beenden. Am Ende der Folge gibt es die Statistiken, ich habe es gesagt, auch die Tabelle und die Bilanz der letzten Spiele, der letzten 10 Spiele, ist 5-5-0. Das heißt, die ersten 3 Spiele hier schon gar nicht mehr, die ersten 3 Spiele gar nicht mehr mit einberechnet, wo wir eine Bilanz von 2-1 dann hatten, weil insgesamt haben wir eine Bilanz von 8-6. Die es natürlich auch heute wieder gilt zu verbessern, was wir so gut wie möglich machen wollen. So, Lindholm, Ryan McDonagh da, oho, das ist ganz schön knapp. Die Verteidigung muss aufpassen. Es ist nochmal gut gegangen, Derek Brassard auf dem Weg nach vorne. Einfach durchrennen. Ah, oh, kriegt die da nicht durch. Wie ärgerlich. Oh, den schlägt er aber raus. Und Icing, ich wollte gerade sagen. Wir kriegen vorne Icing, wir dürfen wechseln. Carolina darf das nicht. Ah, oh, das war knapp, der ist schon fast durchgehüpft da. Da hat man den Puck gerade noch kurz im Augenwinkel gesehen. Am Außenpfosten vorbeigerutscht. Hätte auch gerne durchbringen können. So, Jared Staal. Mark Staal. Oho! Aber wieder die Staal-Staal-Kombination. Auch der passt leider nicht angekommen. Unsere Waffe ist wieder auf dem Eis. Die dritte Reihe. Wie so oft schon erwähnt. Eric Staal. Oh, kassiert den Check. Kevin Klein. Viele gute Spiele abgeliefert in letzter Zeit. Jared Staal. Staalberg. Hayes. Staalberg. Staal. Machen. Ah. Oh, Justin Falk. Gegen den zu spielen ist nicht angenehm als Stürmer. Jeff Skinner. Aufpassen, Kevin Klein steht in der Mitte. Oh! Henrik Lundqvist, wichtiger Save. Die Verteidigung gerade nicht gut am Mann gewesen. Wieder Kevin Hayes. Wie gewohnt, die dritte Reihe mit sehr viel Trieb nach vorne. Und Keith Yandel muss hinten aufpassen. Der ja diese Woche schon, ja, eigentlich ein freies Tor bekommen hat, was er gar nicht geschossen hat. War ein schönes Eigentor der Avalanche. Wer es nicht gesehen hat, lohnt sich mal reinzuschauen. Ansonsten, ich sag's am Ende jeder Folge, montags, mittwochs und freitags um 19 Uhr gibt es neue Spiele zu sehen. Schöne Aktion, Dominic Moore macht den. Boah, da war ich gerade so ein bisschen runtergekommen, schön ins Plaudern. Und dann ist Dominic Moore frei durch. Ein wunderschöner Pass, ich weiß gar nicht, wer es war. Steht da ja gleich Oscar Lindberg. Die vierte Reihe. Da erholt ihn sich. Oh, durch die Lücke gespielt und gegen die Rutschrichtung von Cam Ward, dem Goalie der Hurricanes. Dominic Moore direkt in der Annahme verladen. Und dann quasi einfach ins Tor geschossen. Schön. Und Derek Brassard darf sich den Puck direkt am Bullypunkt zurück erobern. Was er nicht gemacht hat. Maloney. Und da müssen wir aufpassen, das war fast so eine ähnliche Aktion. Aber Lundqvist zur Stelle. Wir haben natürlich auch eine Top-Goalies hier im Kasten. Ich
glaube, er ist nur der Zweitbeste in NHL 16. Carey Price konnte ihn überbieten. So, Maloney. Keith Yandel hat zu tun. Und holt ihn sich. Sauber. Hinten in die Ecke. Dan Boyle um die Rundung. JT Miller, los geht's. Erstmal rausbringen. Und direkt ins gegnerische Drittel. Brissard. Ja, wenn auch verunglückt, drüber auf Kreider. Aber auch der kann ihn nicht halten. So, JT Miller. Fast drin gehalten, schade. Unglücklich wieder verloren. McDonough aber auf Girardi und dann geht's direkt weiter. Letzten Sekunden liefen aber schon. Somit also 1-0 Führung in die dritte Pause. Schönes Tor, Dominic Moore, das Herz der vierten Reihe schlägt zu. Hank, Henrik Lundqvist, hält sein Tor auch noch frei. Und die Mannschaft machen sich wieder auf den Weg in die Kabinen. Da sieht man nochmal ein paar Aktionen. Auch wenn der Schuss da irgendwie flach ankam, es war wichtig, dass Lundqvist da mit dem Pad drüber gerutscht ist. Und da eiskalt gegen die Laufrichtung, würde man beim Fußball sagen, reingeschoben. Wir legen direkt weiter los. Verlieren keine Zeit. Und verlieren hoffentlich auch keine Zeit mit dem Tore schießen. Da kann es nämlich jetzt direkt weitergehen. Skinner, Stoll, Lindholm wieder gegen uns. In der ersten Reihe. Unsere erste Reihe dürfte ja bekannt sein. Stepan, Nash und Zuccarello. So, Nash über außen. Lässt sich nicht checken. Stepan. Ah! Das hätte gut und gerne was werden können. Zuccarello. Stepan. Oh, warum kommt er nicht auf Zuccarello? Ah, den hat er doch noch. Da werden die Checks ausgeteilt und Eric Stoll fast frei durch. Ryan McDonough, sehr gute Spiele in letzter Zeit. Er steht wirklich immer richtig. Oh, habe ich da gerade zweimal den Pfosten gehört? Oha, das war glücklich, dass der nicht reingegangen ist. Es war vorne ärgerlich. Da habe ich mich ein bisschen doof angestellt, muss ich ja zugeben. Aber dafür hinten mit Glück. Oh, und die haben auch einen R-Punkt Nash. Das ist aber nicht unser Rick Nash. So, Kreider, Brissard, Miller. Die American Kid Line. Hier über die Bande. Ah. War keiner gut positioniert dafür. Hinten aufpassen. Jawohl, Mark Stoll. Weiterhin aufpassen. Die Stürmer arbeiten mit. Derek Brissard da eben blockiert. Auch wenn wir meistens gut blockieren, das ist irgendwie jedes Spiel so, aber endgültig den Puck uns dann trotzdem nicht gut erobern. Das ist nicht in der Aktion, wo wir dann stören. Das wäre für schnelles Umschalten eigentlich wichtig. Oh, drüber! So schön verladen. Habe ich in der letzten Folge schon so gesagt, wenn man diesen Puck so ein bisschen hinterm Rücken versteckt, wenn man das so sagen kann, dann kann das schon ordentlich was helfen. Und das ist der Abpraller zum 1:1. Ich habe es in den letzten Folgen, glaube ich, jede Folge mindestens einmal gesagt. Drei Wege zum Tor. Erstens Sichtbehinderung, zweitens Abfälschen, drittens, wie hier zu sehen, Abpraller bzw. Rebounds. Und den hat Jordan Stahl gut verwertet. Kann man nichts machen. Der Ausgleich. Und jetzt gilt es natürlich weiterzuspielen. Und die Führung wieder zurückzuerobern. Dafür packen wir unsere dritte Reihe, unsere Waffe wieder aufs Eis. Jared Stoll verliert leider das Bulli. Die Bulli-Übermacht haben wir in dieser Woche wieder nicht. Das hätte eben gerade auch gut und gerne den Check von hinten geben können. Aber das kann uns egal sein, solange wir ihn nicht kriegen. Das war jetzt gut gehalten von Henrik Lundqvist. Die Abwehr war da schon ausgespielt. So, jetzt Viktor Stolberg. Über außen, in die Mitte. Probieren, jawohl! Viktor Stolberg. Eine ganz kleine, aber feine Bewegung, bevor er vor Cam Ward stand. Und dann hat er ihn damit überlistet. So kann man die Goalies teilweise auch gut per Five-Hole überwinden. Kurz vorher eine kleine Bewegung und dann machen sie die Schoner auf. Aber wenn wir dann hoch über die Pads ins kurze Eck schummeln können, gefällt mir das natürlich auch. Schön mit dem Schläger drunter gegangen und über das Pad ins kurze Eck oben unter die Latte gehoben quasi. So, unsere erste Reihe als Antwort darauf direkt wieder drauf. So, wir haben übrigens gerade in diesem Spiel hier auf dem Eis Mark Stoll, Jordan Stoll und Eric Stoll. Das ist ja... Dann haben wir noch Jared Stoll und Viktor Stolberg. Jared Stoll dabei natürlich mit O-L-L geschrieben. Und Stolberg mit nur einem A-L und A! Und Berg natürlich noch hinter. Das war jetzt eine kleine Erklärung für Dumme, beziehungsweise einfach für Leute, die den Namen nicht kennen. Muss ja nicht direkt blöde sein, ne? Aber die, die sie kennen, werden sich halt gedacht haben, warum sagt er das jetzt, ne?
Deshalb einfach diese kurze Erklärung eben. So. Ah, da habe ich leider verzögert mit Dan Girardi. Das ist vielleicht. Es war doof vor der blauen Linie. Reihenwechsel werden noch vollzogen. Auch so ein hätte gut und gerne mal reingehen können, aber Cam Ward mit der Schulter da gewesen. So, Chris Terry auf dem Eis für die Carolina Hurricanes. In echt ein sehr entscheidendes Tor geschossen. Jetzt nicht irgendwie Playoff entscheidend oder so, aber ein spielentscheidendes Tor gegen die New York Rangers. Oh, der ging einmal rum ins Nichts. Der Check wurde dann auch ausgeteilt und jetzt müssen wir hinten aufpassen. Keith Yande geht mit in die Ecke. Check Dean hat den Puck. Genau so meinte ich das eben. Direkt beim Stören auch den Puck nehmen und nicht nur stören und den Puck trotzdem nicht haben. So, Dominic Moore trifft nicht, aber ganz schöner Versuch. Noch besser wäre es gewesen, hätte er ihn da in der Ecke halten können. Oh, der hüpft ja hier gerade. Vorbei zum Glück. Yandel, Moore, Lindberg. Hat schon ein Tor geschossen. Nicht in diesem Spiel. Aber egal. Und direkt wieder hinten aufpassen. Das ist gerade ein Hin und Her. Lindberg da, Yandel davor auch. Gut am Stören. Sie gehen ihre Wege. Aber das ist gerade wieder das, was ich bemängelt habe. Man stört nur, behindert sie so ein bisschen. Aber kriegt den Puck nicht. Oh, mit drei Leuten nach vorne gerannt. Das war doof. Aber wieder Keith Yandel. Auch ein Mann für die Spieleröffnung. Einer geht noch. Ah. Egal, wenigstens noch den Schuss losgeworden. Und somit gehen wir jetzt mit einer 2-1-Führung. Wenn man nur das Drittel betrachtet, 1-1. Ins letzte Drittel, ins entscheidende Drittel des heutigen Abends, hoffentlich. Denn wenn wir unentschieden spielen, gibt es noch ein kleines Drittel. Und zwar mit der neuen Regel 3-3 Overtime. 3 gegen 3 Overtime. Tampa Bay gegen Philadelphia war es, glaube ich, die erste Overtime in der Geschichte. Und die war ja mal sowas von spannend. Die ging nur 2 Minuten reine Spielzeit. Aber was in dieser Zeit passiert ist und hin und her und... Das war ja alles. Also wenn die immer so spannend sind, dann will ich gar nichts dagegen sagen. Und da war gerade sogar eine Werbung für die New York Rangers App. Die ich natürlich auch besitze. Als New York Rangers Fan. So, Derek Stepan. Girardi auf Nash. Endlich mal einen Bulli gewinnen. Nash immer noch rüber. Ah, zu spät. Der wurde aber auch wieder blockiert. Im letzten Spiel bin ich ja daran verzweifelt. Die haben ja alle Querpässe blockiert und die Verteidigung stand zu gut. Deswegen auch einfach... Die Niederlage in der letzten Folge. So, Rick Nash, komm. Jetzt machst du es. Ja, das war ein bisschen langweilig mit der Rückhand. Aber wie gesagt, auch wenn Nash nicht viele Tore schießt, man hat es am letzten Freitag vielleicht gesehen, in den Statistiken, er ist mit Assists und so weiter doch gut dabei. Wie in echt, in den Playoffs. Alle meckern, dass er keine Tore geschossen hat. Was der in der Defensive geleistet hat und was der für Pässe und Vorlagen und Spielzüge kreiert hat, dafür ist ein Stürmer auch da. Also... Der hat seinen Job ziemlich gut erfüllt. Und genau das macht er hier auch. Er muss nicht mal Tore schießen, aber das kann jetzt Zuccarello machen. Denn er ist frei durch. Aha. Zu kurze Arme. Konnte er nicht an den Schonern vorbeischieben da gerade. Ärgerlich. Oh, riskanter Pass der Carolina Hurricanes, aber die bringen ihn raus. Hier ist wieder die Torschützenreihe auf dem Eis, aber das war gut blockiert. Und den Puck erobert. JT Miller über außen. Kreider und Brassard wird auf der Reihe. Oh, die können ihn beide nicht kriegen. So, Max Doll checkt ihn da außen. Und geht selber durch. Glücklicher Zufall. Kann wieder nicht den Goalie überwinden. Wie so oft gerade. Miller, jetzt. Brassard, Kreider. Hol ihn dir, Miller. Oder Brassard, einer von euch. Gut, Kreider. Ja, da sind beide gerade hinters Tor gelaufen. Das war nicht optimal. In die dritte Reihe kommt aufs Eis. War eine kleine Drucksituation, aber was draus gemacht haben wir trotzdem nicht. Oh! Oh, durchatmen. Henrik Lundqvist legt sich auf den Puck. Und davor haben wir uns gut austricksen lassen. Vom Pfosten springt er zurück und dann auch noch Glück gehabt, dass er nicht gegen Lundqvist und ins Tor springt. Sondern dass er auch den Rebound vom Pfosten dann kontrollieren kann. Mehr oder weniger. So, Jared Stoll. Gutes Umschaltspiel jetzt, komm. Über die Bande. Hayes. Stoll. Genau so meine ich das. Er ist frei durch. Jetzt muss er nur machen. Ah! Im 1 gegen 1 läuft aber nicht so viel. So, Stoll. Stolberg. Drüben kommt er. Wer ist das? Ich glaube, das war Yandel, der aufgerückt ist. Das war ein richtig gutes Stellungsspiel und Positionsspiel da von allen Spielern gerade. Da hätte man einen schönen Spielzug draus machen können. Wenn er angekommen wäre. Oh, und schon wieder ganz, ganz knapp.
Jetzt hier im Glück, die letzten 5 Minuten laufen. Tanner Glass. Tanner Glass, immer noch. Tanner Glass. Dominik. Oh! Dominik Moore. Nochmal. Dominik Moore. Lindberg. Tanner Glass einfach halten. Alles, was wir vorne sind, ist Zeit. Dan Boyle. Abgefälscht. Dominik Moore. Yes, Lindberg. Nochmal Moore. In die Ecke. Lindberg. Moore. Lindberg. Oh, Tanner Glass hat schon geschossen. Aber der Puck kam leider nicht durch. Schön, Keith Yandle. Was ein Spiel wieder von ihm. Der Pass, Matt Zuccarello. Leider vorbei. Stepan da, hält ihn. Nein! Oh Mann! Hätte er den da eben gekriegt, hätte der Pass gut kommen können. Und wieder, als ich schon Pass gedrückt habe, kommt noch der Check. Es ist gerade echt knapp. Und weiter geht's. Zuccarello. Rüber auf Rick Nash. In die Mitte. Oh! Und Cam Ward wieder da. Rick Nash ist sein Tor einfach nicht gegönnt in diesem Spiel. So, der Goalie ist vom Eis. Ryan McDonough hat den Puck. Oh, ich glaube, auf die Distanz habe ich in einem NHL-Spiel noch nie einen Empty Netter geschossen. Das wäre ja zu schön gewesen, wenn er den direkt reinballert. Am besten noch die Latte treffen oder sowas. Aber gut, jetzt haben wir halt ein Icing, wir dürfen nicht wechseln. Oh, der hätte da auch ins Kurzeck rutschen können. Da sieht man Cam Ward auf der Bank. Und jetzt müssen wir einfach aufpassen, dass wir ihn nicht noch einen reinkriegen. Gut geblockt von Derek Stepan da. Jeff Skinner, das ist ganz, ganz knapp gerade. Lundqvist ist da ganz schnell auf den Pads unterwegs. Rick Nash, gut gespitzelt, auch Stepan. Nash nochmal. Und das müsste gewesen sein. Allerhöchstens ein Schuss noch. Der kommt da gleich. Nicht? Okay. Gut, wir haben es überstanden. 2:1. Schönes Spiel. Henrik Lundqvist darf wieder betätschelt werden. Die Mannschaft freut sich und natürlich gibt es auch in dieser Folge wieder ein Man of the Match. Und ja, man kann nicht sagen, wer könnte es anders sein. Wer könnte es anderes sein. Aber sehr, sehr gut gespielt hat doch Keith Yandle. Er hat mir gut gefallen, auch wenn Dominik Moore und Oskar Lindberg hier auch wieder vor allem beim Tor ein gutes Zusammenspiel hingelegt haben. Die dritte Reihe alles in allem auch gut gespielt. Aber Keith Yandle soll es diese Folge also sein. Aber auch in den letzten Folgen, ich habe es eigentlich nie gesagt, aber wenn euch ein Spieler aufgefallen ist, der irgendwie total gut war, der euch überzeugt hat, dann schreibt es mir ruhig in die Kommentare, sagt mir, wer euer Man of the Match war. Das ist ja auch völlig legitim, ist, dann kommen wir so ein bisschen in Kontakt. Ich antworte auf alle Kommentare, außer ich kann nicht darauf antworten, denn ich weiß nicht, woran es liegt, Google Plus oder sowas. Es gibt einige Kommentare, auf die kann ich einfach nicht antworten. So, wir simulieren wieder bis zum nächsten Spiel. Und schauen dann mal, wie es aussieht. So, wir sind auf dem zweiten Platz der Division. Viel mehr möchte ich gar nicht sagen. Gegen die St. Louis Blues wird es wirklich sehr, sehr schwer. 11-4-0 die Statistik. Auf jeden Fall montags, mittwochs, freitags, 19 Uhr neue Folgen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!